Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Mafia 3 mit einem neuen DLC, Sign of the Times, mit Morris. Yes, is yo. Und mir, dem Janis. Und ich weiß nicht, hast du schon irgendwas davon gehört? Ich nämlich gar nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, was wir diesmal machen. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es das letzte DLC ist. Ja, leider. Leider. Aber ich muss sagen, das Spiel hat einiges wieder gemacht und es bringt Spaß auch. Also, du fährst gerade dran vorbei, ne? Also auch nur das Fahren. Ah, wir haben was mit dem Pfarrer hier zu tun. Pfarrer. Ja. Ja, aber es bringt Spaß, mal wieder reinzugucken. Muss ich sagen. So, mal gucken, was gibt's denn? Erzähl uns, was abgeht. Erstmal Kopfhörer wieder aufsetzen. Ich finde unser Hemd voll geil. So nach und nach verstand ich den Schmerz, den Lincoln ertrug. Kommt aus dem Krieg und erwartet Frieden. Aber alles, was er fand, war Schmerz. Tragisch. Es musste passieren, dass er immer weiter in den Sumpf gezogen wurde. Und trotzdem, ich dachte... Ich hätte gehofft... Gehofft, dass ich... ihm beim Loslassen helfen kann. Er war noch gefangen in der Sache mit den Marcanos. Er lag ja noch im Koma, als wir Sammy und Alice bestatteten. Er hatte also nie eine Chance, sich zu verabschieden. Das sollte er nachholen, dachte ich. Dann könnte er wieder ein normales Leben führen. Falls jemals eine Person falscher lag als ich, dann... kenne ich sie nicht. Okay, das heißt, wir fahren jetzt... weiter. Ja, und du hast nur 4 Minuten dafür. Aber es sollte auch nicht so ich hart glaube, sein. Wenn wir zu Sammys Bar gehen, wird dir das eine Menge bringen, Lenker. Ehrlich gesagt, Vater, sehe ich kaum einen Sinn darin. Es ist schwer, loszulassen. Sich zu verabschieden. Ein Abschied bringt mir nicht das, was ich will, Vater. Das, was du willst, ist nicht immer das, was du brauchst, mein Sohn. In der Tat. Deine Tante Lilly hat sich gestern gemeldet. Hat wieder nach dir gefragt. Ich glaube, sie hat sich in den Kopf gesetzt, was aus Sammys Bar zu machen. Oh, weiß nicht, was ich ihr sagen soll. So wie alles läuft. Nun, sie war schon immer eine willensstarke Frau. Keine Ahnung, ob du das noch weißt, aber nach Paulas Tod verfinsterte sich Sammys Seele. Er begrub seinen Verlust ganz tief in sich. Fing an, die ganze Nacht am Hinterausgang der Bar Mädels anschaffen zu lassen. Schließlich hatte Lilly genug. Sie marschierte mit dem Feuer des Herrn im Herzen hier rein, schmiss alle Mädels raus. Die Freier, Sammys Crew. Und dann hat sie sich ihren Bruder so richtig zur Brust genommen. Hat ihm gesagt, er versündigt sich an Paula. Aber vielmehr noch an euch Jungs, dass ihr euch vorlebt, dass eure Mutter nichts bedeutete. Von diesem Zeitpunkt an gab es dort keine Prostitution mehr. Ich erinnere mich nur daran, dass Tante Lilly uns manchmal für ein paar Nächte zu sich nahm und uns Eis kaufte und sowas. Sie hat euch Jungs beschützt. Eine solche Familie ist ein Geschenk Gottes, mein Sohn. Ich fahre extra einen Tick langsamer. Ja, ich merke schon. Ich wollte doch schon sagen, wie kommst du, dass du so anständig fährst? Ja, vielleicht hätte er noch... Back vorne. ...noch was erzählt. Hey, die Dialoge sind ja aber einigermaßen abgestimmt immer auf die Zeit. Ja, das stimmt schon. Wir müssen da jetzt rein. Das ist so krass bei diesem Spiel mit der Maus. Das ist so anders einfach. Hey, was ist denn? Helft mir! Oh Gott, sie kommen! Wer? Die. Komm zurück, Anna. Geht weg hier. Ja gut. Na los. Was machen die in unserer Bar? Leute verprügeln. Wo kommst du denn her? Hack. Er ist genau da drüben. Vater, lass What mich the dein fuck? Kind rächen. Mach ihm Feuer und was ist für eine Waffe? Brenn, Digga Boy, brenn! Er muss weg. Ich hol ihn mir von der Sa- Er macht den anderen. Aus unserer Familie fallen. Ey, komm hier!
So, aber den machen wir erstmal ganz langsam. Ich muss mich auch wieder dran gewöhnen. Ja, ist immer erstmal anders, ne, beim neuen Spiel wieder. Na, brauchst du was zum Aufwärmen? So. Sag mir, wie du heißt, mein Kind. Das wird schon wieder. Wo reden die überhaupt? Garage, ne? Ja, da hinten. Lincoln, das hier ist Anna. Diese Männer sind erledigt. Aber wenn noch mehr kommen, möchte ich, dass ihr verschwindet. Eine meiner Gemeindeschwestern ist verreist. Sie hat eine Wohnung in Tickford. Da sind wir sicher. Das weißt du nicht. Ich bringe sie dorthin. Wir treffen uns, wenn du bereit bist. Okay. Ich werde mich erstmal drin. Scheiß Waffen, bitte. Also die beiden habe ich nur zwei Waffen. Ja, die beiden Waffen gehören beide zum DLC. Abgeschlossen. Das sagt anscheinend das Symbol da unten. Abgeschlossen. Hada. Hör auf rumzujammern. Ja, 1 zu 4. Seit wann halten uns abgeschlossene Türen auf? Können wir nicht einfach eintreten? Ich glaube, das war schon so gewollt. Fuck. Wer zur Hölle waren diese Leute? Vielleicht sollte ich hier meine Kamera einsetzen. Was? Wie Kamera einsetzen? Verstehe ich nicht. Oh. Die Kamera einsetzen. Die Kamera. Hast gesehen, wie sie verschwunden ist? In seiner Brust. Ja. So, Jung. Da kannst du nur dein Geld abgeben. Ja, ich weiß. Ich habe ein bisschen Geld dabei. Packen wir mal rein. 107.000. Ganz wichtig. Was anderes anziehen? Ja, auf jeden Fall, Alter. Das sieht doch grausam aus. Wir brauchen wieder einen Anzug. So, auch ein bisschen real, ne? So. Aber. Ist geil. Okay, warte, dann das? Ja. Ja, eindeutig. Okay. Wir müssen wieder richtig businesslike aussehen, damit das hier vorangehen kann. Alles klar. Okay. Jede Leiche hat ihre Geschichte. Okay, das ist auch cool gemacht. Fesselspuren müssen ihn gefesselt haben. Captain. Oh, die Bodentextur tut so weh, ne? So, wie du willst, du. Passiert das? Escape verlassen. Ja, ich wusste ja nicht, dass er da noch Ewigkeiten drauf gucken will. So, lass mich raten. Guck auf die Schussspuren. Soll ich jetzt jeder einzeln anklicken? Abgeknallt, dass er weggerannt ist. Davon muss ich jetzt ein Foto machen. Dead Blitz, Alter. Ja, Mann. So. Noch was? Nee. Die schleifen ihn also hier rein, aber als er abhauen will, knallen sie ihn ab. Aber warum waren die überhaupt hier? Guck mal, da auch die ganze Scheiße auf dem Boden und an den Wänden und so. Ja. Was ist wohl mit dir passiert? Lass mich raten, sein Gesicht, ist angemalt. Interessant. Verlassen. Das ist mega verwirrend, dass du manchmal ein Foto machen musst. Und auf dem Bauch noch, ne? Ja. Keine Spur von Fesseln. Der hat wohl ein Messer in den Bauch gekriegt. Sehr merkwürdig. So, hier, Schulter bestimmt, ne? Ja. Irgendeine Art sieht man diese Texturränder. Was ist denn das, Alter? Das ist schon gut schlecht. Achso, Fotoschießen muss ich davon. Wer macht bitte so ein Foto? Bring so nah am Körper. Da kennen wir auch gar nichts drauf. So, noch was? Anscheinend. Tasche. So eine Karte habe ich ja noch nie gesehen. Die Blume ist handgemalt. Ich wollte schon sagen, noch mehr? Gut, die ganzen Symbole? Mit der falschen angelegt. Da jucken die uns einfach nicht.
bei einem bestimmt und dann so, oh mein Gott, hier sind Symbole. Hier war doch was, oder? Ja. Jo. Oh, Scheiße. Was verbrennen die denn hier? So eine Art Weihrauch vielleicht. Aber davon machen wir kein Foto, oder wie? Gehen wir nicht raus. Also drin ist euch auf jeden Fall noch irgendwas, sonst wird der Kreis weggehen. Ja, ja. Ich würde auch nicht rausgehen. Hinter der Bar vielleicht. Da. Ha. Besudelt von Blut. Das ist das, was diese Anna gesagt hat. Bling! Dieser Blitz ist so real. Oh, da noch was. Nice. Ist das Messer? Was ist das Messer? Drehen. Warte, da konntest du irgendein Foto machen. Auf irgendeiner Ebene. Im Standort noch einmal was anderes. Da, untersuchen. Sieht irgendwie rituell aus. Boah, Alter. Ist ja furchtbar. Diese Zeichen. Erstmal einstecken. Ich glaube, ich habe, was ich brauche. Ich sollte Vater Jim. Eine Schale. Vielleicht für irgendeine Art von Zeremonie. Krasser Shit. Eigentlich waren wir schon fertig, aber da haben wir noch die Schale gefunden. Alles. Zeit zu gehen. Oh, Mafia ist immer für ein paar Jokes gut, ey. Tada! Die er da liegt, ne? Der links. So. Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Und ich trinke erstmal einen Schluck Wasser. Harzer Wasser, bitte. Tja, es wurde ja Kriegsmüdigkeit genannt im Zweiten Weltkrieg. Oder kampfbedingte Stressreaktion. Aber der Begriff, der wohl passender wäre, ist Kriegsneurose. Wir alle wissen, dass der Krieg wie die Hölle ist. Also nichts Neues. Der Schmerz. Die Schuld. Und immer diese Wut, dass du gezwungen bist, Abscheulichkeiten zu tun. Es bricht dein Herz. Und ich wusste sofort, dass dieses Mädchen auch eine Art von Krieg erlebt haben musste. Denn die Hölle loderte in ihren Augen. Ich sprach gerade mit Anna über die Männer drüben im Sammys. Sie wurde nicht verschleppt. Sie ging mit ihnen, freiwillig. Aber das ergibt keinen Sinn. Die Kleine ist gelaufen, als hätte sie Todesangst. Und drin im Sammys standen drei Wörter an der Wand. In Blut gehüllt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sammy hat dir bestimmt mal was erzählt von der Ensanglantée. Klar, so eine Gruselgeschichte. Ensanglantée heißt in Blut gehüllt. Ihre Geschichte reicht bis zu den ersten Siedlern zurück, auf der Suche nach einem neuen Leben. Aber sie fanden nur den Tod. Es begann alles, sich zu ändern mit den neuen Zeremonien in ihren religiösen Praktiken. Die Menschenopfer. Ich weiß, daran kann ich mich erinnern. Ist Anna eine von ihnen? Alles, was ich sagen kann, ist, sie hat sich einfach mit sehr üblen Leuten umgeben. Lincoln? Ich muss dir was zeigen. Kannst du dazu was sagen?
Bonnie. Weißt du, Liebes, ich beobachte dich schon seit ein paar Wochen. Die behandeln dich hier wie ein richtiges Stück Scheiße. Es ist hier nicht so übel. Und was ist mit Phil, der dich begrabbelt, wenn du an ihm vorbeigehst? Und was ist mit den Kunden, die dir nie ein Trinkgeld geben? Das ist nicht übel. Dieser Ort kann dich niemals so glücklich machen, wie du es verdienst. Aber wir können's. Warum bist du so unglaublich nett zu mir? Du solltest dich nicht fragen, warum ich so nett zu dir bin. Frag dich lieber, warum das niemand vor mir war. Werde ein Teil von uns, Anna Baby. Bonnie nahm mich auf. Endlich war ich willkommen. Deshalb warst du bei Sammys? Ich hatte keine Wahl. Sie sagten, das ist der einzige Weg, sich zu reinigen. Lass mich gehen. Ich sag auch nicht. Bitte. Ich wollte sie stoppen, aber ich konnte nicht. Ich musste einfach nur raus und er... Das Schreien. Die Tränen. Das Blut. Das Würgen. Das Leiden. Sieh mich an, Anna. Solche Menschen haben ein Schema, um andere gefügig zu machen. Wo hat Bonnie dich noch mit hingenommen? Zu einem Nachtclub. Nuit Blanche, dort führen sie die Anwärter in die Familie ein. Ja, kenne ich. Ein Hippie-Club in der Innenstadt. Und diese Spielkarte. Nur damit lassen sie dich dort hinein. Verstehe. Hey, das war sehr gut, Anna. War sehr gut. Sehr gut. Hey, pass auf den Nebelschleier auf. Wenn der Schleier aufzieht, steigt der Geist in vor und das Fleisch verzehrt. Das Fleisch verzehrt. Die Kleine braucht Hilfe, Pater, ganz dringend und so schnell es geht. Die wird sie niemals bekommen. Sie hat doch nichts außer ihrem Namen. Ich meine, die werfen sie in eine Gummizelle und vergessen sie. Wir wissen beide, diese Stadt schert sich nicht um die Armen und die Schwachen. Aber sie hat uns. Ich mache ihr etwas zu essen und du tust, was du tun musst, mein Sohn. Danke, Pater. Weißt du, wie sie aussieht? Kennst du dieses GIF, wo das Mädchen mit Würstchen beworfen wird? Nein. Die in das Gesicht klatschen? Nein. Warte, wie, du kennst das nicht? Ich glaube, ich kenne das nicht. Weil hier ist noch eine Rüstung, die nehmen wir nochmal mit. So, ich gucke jetzt erstmal auf die Map. Okay, ich kann hier drin nicht auf die Map gucken. Warum auch immer. Kann ich hier auf die Map gucken? Wieso kann ich nicht auf die Map gucken? Oh lol, die ist nicht auf M. Deswegen vielleicht. Ja gut, das ist ja gar nicht so weit weg. Und draußen steht unser Wagen. Super. Ja. Wie sieht der Original so aus? In der Tat. Lass uns das mal bitte einzublenden, wenn es geht. Ja, muss ich mir nachher nochmal weiterschicken. Lass doch die tolle Musik an. Und warum fährst du immer so einen Scheißwagen eigentlich? Nein, das ist falsch. Jetzt ja, hol dir einen neuen Wagen. Hol dir anständige Waffen und einen neuen Wagen. Musst du eh noch machen. Wen fahre ich dann? Ja, den schnellen. Ich will nicht den ganz schnell. Oh, es gibt mal. Oh. Oh. Guck mal, das ist der hier in kaputt. Das so sieht er aus. Ich brauche eine neue Kiste. Und
Bin in Tick vor. Das. Guck mal bitte auf die Map nochmal. Ich glaube, es gibt nichts Neues, ne? Nur Gras, glaube ich. Naja, das ist halt unser Standard. Ja, aber ansonsten endet halt nichts. So bleiben die Mongos dann. Ja, warum denn Geld? Du hast nichts. Ja, dann kann sie was einsammeln. Zeig mal, ja. Gut, hier gibt es ja bestimmt auch was Neues. Bei Schrotflinten gibt es was Neues. Und da. Die? Keine Ahnung. Irgendwas Neues gab es auf jeden Fall. War scheißegal. Hier will ich auf jeden Fall die Silence Pistol haben, ne? Auf jeden Fall. Die war da, ne? Ich glaube, ja. Ja, die mit viel Schaden. Okay, hier können wir eigentlich... Willst du dein Silent MP mitnehmen oder was mit mehr Dampf? Ich bleib ruhig auf der, oder? Nicht die. Die hier, ne? Ja. Haben wir nur zwei Wachen? Ja. Ich dachte immer, wir hätten drei gehabt. Ja, oder willst du anstatt dem MP lieber was mit mehr Rums mitnehmen? Ja, was denn? Ja, bei geh nochmal zu den richtigen Gewehren, ja. Weil das ist ja jetzt alles drin, weißt du, da gibt ja nicht so viel Sinn mit die Scope. Okay. Die machen halt krass Schaden. Sorgsam damit um. Schau jetzt ab. War das ein Furz oder willst du Stress, Arschloch? Wer meinte das? Du? Ich schieb dir die Knarre gleich in den Arsch! Sei muss verständigt werden. Raus hier! Und fort! Ich rufe... Die Waffe bringt Spaß. Die Waffe ist nice, ne? Und immer ein anderer. Scheiße. An alle Einheiten in der Umgebung von Tick vor Harbor. Bitte überprüfen. Meldung über einen bewaffneten Schwarzen. Jetzt steig aus. Wow. Perfekt. Und jetzt raus hier. Danke dafür, dass er 300 Jahre braucht, um auszusteigen. Immer wieder nett. Oh lol, wir hatten eine Zeit zum Einhalten. Wie? Da stand gerade irgendwie eine Zeit. Oh ja, das an alle Einheiten. Verdächtiger wurde im French Ward gesehen. Haben wir jetzt ein Lebensanzeigen? Guck mal, was ist da? Sichtkontakt zu Verdächtigen verloren. Was ist das da über dem Tacho? Das grün, die grüne Leiste? War das nicht dieses Slow Motion? Ah, stimmt, es gibt jetzt Slow Motion auch noch, genau. Irgendwas auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt schlimm ist. Ah, ich muss hier scheißegal vorne sitzen. Warum bin ich so still sonst? Also leise. Schräg fahren. Kannst du in der Mitte durchfahren? Hey! Erzähl mal was, Mensch. Mensch. Ja, ich finde das geil, dass es an sich schon wieder so eine Sektenscheiße ist. Jo. Aber das finde ich halt echt nice. Ich fand das ja auch schon nicer, wo die KKK-Leute da waren. Ja. Hallo. Das war richtig hier runter, ne? Nee. Nee. Hier dadurch. So. Schön dran vorbei. Ja, also so Sektenscheiße finde ich halt immer ganz nice. Ich finde es nur ganz ein bisschen schade, dass es kein neues Gebiet gibt. Aber keine Ahnung. Weg hier! Das war schrecklich! Oh! So geht das doch nicht! Warte nieder. Schnauze, Junge. Flatsch. Das ist so geil, ne? Ja, es ist da drin. So. Gut, dann rüber. Auch in den Nachtclub. Boys, was geht? Hallo, ich hab hier so ein Kettchen. Geil, mit so einem kleinen Kuckloch. Nur mit Einladung, Kumpel. Zum Glück habe ich eine gleich hier. Anna, eine Freundin von mir, hatte genau so eine Karte. Ist ständig hierher gekommen. Hab sie nicht gesehen, seit sie mit einem von Bonnies Groupies weg ist. Die ist nicht so gut drauf.
Und ich bin hier, um mal mit Bonnie darüber zu reden. Komm rein. Ich gebe dir eine kostenlose Führung, falls das Anna hilft. Der Typ ist voll komisch. Private Twinkle Toes, wo willst du denn hin? Ich führe nur unseren neuen Gast herum. Du übernimmst die Tür für mich, okay? Willst du ein Stück weitergehen? Okay. Ich wollte jetzt eigentlich boxen. Ich bin übrigens Oscar. Linke. Kannst du nicht boxen? Namen? Scheiße. Army. Bis Onkel Sam mich für unerwünscht erklärt hat. Scheiße. Tut mir leid, Mann. Geht's hier immer so ab? Drogen und Alk für Lau sorgen dafür. Bonnies Leute halten den Zirkus hier rund um die Uhr am Laufen. Bist kein Fan, ha? Huh? Ich trau der Schlampe nicht. Sie und ihrem kranken inneren Zirkel. Ich kann nur so langsam gehen. Ich hab dir nichts zu sagen, Nigger. Ich fick die gleich alle weg. Hat dir das gefallen? Denn ich weiß von einer echten Party. Komm schon. Weißt. Und da ist sie, wie sie leibt und lebt. Die verdammte Bonnie Harless. Gut, also die Schlampe müssen wir töten. Sehe ich das richtig? Ich glaube, erstmal mit ihr labern. Schaut euch nur an. Das Schönste, was New Bordeaux zu bieten hat. Und ihr habt euch was zu trinken verdient. Genießt ein paar Kräuter. Genießt die Nacht. Lasst die Seele emporsteigen. Der Schleier ist gelüftet. Alter, ist das schlecht. Wir sind voll in der Klatsche. Komm schon. Oh. Ich werde das zeigen, hinten im Lagerraum. Vielleicht kannst du dir ja einen Reim darauf machen. Bonnie hat sie fest im Griff. So macht sie das. Sucht sich die Schwächsten aus. Dann macht sie Bonnie Harless zur wichtigsten Person in deren Leben. Siehst du die Typen, die da drüben die Tür bewachen? VIP-Bereich? Keine Ahnung. Aber Bonnie hat immer bewaffnete Wachen an der Tür. Hab gehört, wie sie von Orten der Finsternis geredet Schnauze haben. Und macht die Tür als ich auf Anna und das letzte Mal gesehen habe, wurde sie nach da unten gebracht. Krass, wir sind schon 30 Minuten dabei. Ich habe ein paar Fässer nach oben gebracht. Dabei habe ich da hinten eine Schwarzlichtlampe gefunden. Wofür haben die sowas gebraucht? Schau doch mal selbst. An der Wand. Boah, Alter. Eine Art Schwarzlichtlampe. Vielleicht finde ich damit einen Weg. Was zur Hölle machst du hier unten, Oscar? Immer schön cool bleiben. Ich sollte deinen Schwuchtelarsch auf die Tanzfläche schleifen und dir dann reintreten. Okay, jetzt hab... Arschloch. Oscar, was geht da unten so vor? Bin mir nicht sicher. Aber was auch immer das ist, es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Mal sehen, ob ich die Wachen von der Tür weglocken kann. Zumindest für eine Minute. Aber voll nice, dass der Typ uns einfach so hilft. Danke, ja. Übrigens, ich glaube, das ist heute deine letzte Nacht im Nuit Blanche. Lass dich da unten nicht umlegen. Mach mal hin hier. So, wo da unten rein. Ja. Es ist nicht so, als ob es schwierig wäre. Ich hatte einfach nie die Zeit dazu. Ich hab ja auch nichts. Gesundheit. Ah, vielen Dank. Ich glaube, ich brauche eure Hilfe, Leute. Einer von euch ist im Lager ausgerutscht und hat sich verletzt. Das ist ganz übles LSD, Mann. Das ist ganz schlimmes LSD, Mann. Boah, Alter. Wo ist denn mein verdammtes Gesicht? Hä? Alter. Bonnies Leute sind wahrscheinlich dadurch. Ich muss einen Weg finden, um sie aufzuspüren. Wow. Maus hat gedrückt halten. Spuren. Scheint so, als wären Bonnies Leute hier durchgekommen. When the sky falls, sie mit Essence the Flesh consumes. Hast du toll gemacht. Was ist das? Hand, Kratzer. Finger. Wow. Krasse Scheiße. Ich muss außen rum. Yeah! Am besten dann rechts direkt irgendwo. Ne, da kommst du nicht längs, da kommst du her. Hier ist Kreisel. Hier ist roter Kreisel. Sind hier jetzt irgendwo Leute oder nicht? Nein, nein.
Momentan musst du. Das ist wie ein Labyrinth. Ich muss einfach nur folgen.